Also Radiotechnik, das ist ja ziemlich unbekannt eigentlich. Die Masse kennt das nicht. Soeben war ein Kurs hier und dann kamen so Frauen hier rein und fragten mich, was macht ihr heute? Radiotechnik. Hä? Radiotechnik, was ist das? Okay. Und dann sage ich Gerhard Richter und okay. Wenn man Gerhard Richter erwähnt, weiß man sofort, was es ist. Weil Gerhard Richter hat ja fast nur gerackelt, letzte 40 Jahre, und durch ihn ist diese Technik berühmt und bekannt geworden. Wir rackeln mit diesem Werkzeug. Das ist ja Maurergläser und damit werden wir hin und her rackeln, die ganze Zeit Schichten auf Schichten liegen, bis uns das Ergebnis gefällt. Das werden wir heute machen. Und ich habe jetzt schon genug Erfahrung, wie so Workshops laufen und wie es den Leuten dabei geht. Also ich möchte euch warnen, wenn in 5 Minuten ein tolles Ergebnis entsteht, ne? Nicht stehen bleiben und bitte nicht sagen, das sieht so toll aus, ich möchte jetzt nicht mehr malen. Weil das kann passieren, dass es in 5 Minuten sehr schnell Ergebnis da ist. Aber darum geht es ja nicht. Wir wollen ja was lernen. Und am Ende, natürlich, so richtig, um richtig Tiefe zu bekommen, muss man ja sehr viele Schichten übereinander legen. Aber nicht zu dicke Schichten, ne? Nicht zu dick, nicht zu dünn, das ist so Kunst, ne? Das herauszufinden, wie viel Farbe. Aber das, dafür bin ich ja da, ich werde euch helfen. Und es gelingt dir natürlich auch nicht immer sofort. 5 Minuten hat keiner ein Meisterwerk geschafft. Ne? Und deswegen, wenn irgendwas bei euch aufkommt, es gelingt, es gefällt mir, es gefällt mir. Das muss so sein, es muss euch nicht gefallen. Ne? Am Anfang muss es schlecht werden, so richtig. Und dann muss es auch Krisen kommen. Dann wird man aus der Krise raus. Das schaffen wir. Das ist wichtig, ja. Weil was habt ihr davon, wenn man in 5 Minuten gemalt hat und dann, ja. Also, deswegen, man muss, also, die Künstler kämpfen so richtig mit ihren Bildern. Das ist so wie ein positiv gemeinter Kampf mit Farben, mit sich selbst. Da erfährt ihr ja sehr viel über sich selbst natürlich. Ne? Und ziemlich oft kommt so ein Moment, dass ich frage immer, welche Farbe möchtest du jetzt, welche Farbe? Also ihr entscheidet, welche Farben ihr nehmt, aber dann kommen ja solche Sätze wie, das sind doch nicht meine Farben am Ende. Deswegen überlegt euch, welche Farben sind eure Farben. Und es ist auch ein Unterschied, eine Farbe im Kopf und eine Farbe auf der Leinwand. Weil da spielt auch eine Rolle, welche Farben nebeneinander sind. Ne? Und so sehen die Farben dann anders aus, als zum Beispiel jemand sagt, oh Gott, ich möchte kein Gelb, bloß kein Gelb. Aber wenn man Gelb einsetzt und links und rechts sind ja grün oder blau oder schwarz, dann sieht dieses Gelb anders aus, als das Gelb, was man im Kopf hat. Wenn da was ist noch, ja. Aber versuch ein bisschen dicker. Ja? Okay, da ist noch was. Ja, jetzt kannst du hier nochmal noch reinreichen, dass du es ein bisschen mehr verteilst. Ja. Ne? Bisschen mehr? Ja.
Nächste Farbe entscheidend, und die soll auch ganz anders sein. Also aus dem Gefühl jetzt, Matthias, mein Gefühl ist das, du musst es nicht machen, mein Gefühl wäre, dass man hier orange ist. Ja? Dass man mit orange, weil es geht jetzt darum, dass wir mit dritter Farbe, das dritte Farbe, die zweite, dass sie sich ineinander vermischen. Und da kommt hier was ganz anderes dabei raus, und dann hat man ja so richtige Rackel. Das ist schon mal sehr interessant. Darum geht es, dass wir diese Effekte hier hinbekommen. So ist es. Wenn sowas entsteht, das ist dann wunderbar. Ja, das heißt, Gelb kommt hier ein bisschen durch, weil ich habe es nicht so hundertprozentig gemischt, dass man so ein bisschen Trennungen sieht. Ne? Haben jetzt schon alle gewissen Charakter. Bei dir ist zum Beispiel sehr viel Matsch, das ist so ein Matsch-Charakter. Ob wir das mit dir so lassen oder ob du es verändern möchtest. Und wenn man zufrieden ist mit dem Charakter, das heißt, bei dir zum Beispiel, Matthias, hat dein Bild dein T-Shirt-Charakter angenommen, das ist sehr rötlich, das Bild. Ist das jetzt dein Bild? Ist das die Stimmung, die du möchtest? Noch nicht. Was fällt da? Es kann ruhig dunkler werden. Dunkler. Und welche Farbe? Also nicht. Okay, dann entscheidest du und dann ziehst du es nochmal. Weil das hat damit was zu tun, dass wir jetzt anfangen, die Bilder aufzubauen. Und damit langsam fertig sind, die Farbe hin und her zu ziehen. Wenn du noch nicht so weit bist, kannst du nochmal eine dunkle Farbe hin und her ziehen. Und dann bauen wir das Bild auf. Magst du das? Ist das jetzt so, entspricht deinem Charakter das Bild? Oder dein, was du möchtest heute? Naja, ich möchte, also ich als nächstes hätte ich nochmal weiß rüber. Weiß, okay. Nee, es geht darum, dass diese Aufteilung ist jetzt bewusst gemacht. Du willst dabei bleiben. Ja, ja. Du hast hier ein Fenster gemacht und hier. Okay, du weißt schon. Mir geht es darum, dass wir nicht immer in einem Farbmodus bleiben. Weil wenn wir immer aus der Tube Farbe nehmen, leuchtende, bunte Farben, sind in einem Modus. Das heißt, wenn wir schwarz-weiß dann diese Bilder machen würden, die würden gleich aussehen. Du würdest nicht merken, dass da mehrere Farben drauf sind. Deswegen hell und dunkel, okay? Du kannst auch was Dunkles nehmen. Ich glaube eher was Dunkles. Ja, dunkelblau. Okay, Anna, wo sind wir gerade? Es brennt. Ja, aber ich lösche es auch. Du löschst, das heißt, zum Feuer kommt türkise Hilfe. Und also das finde ich sehr gut. Das ist sehr gut schon. Ja. Sehr gut. Und das ist sehr gut. Wenn du noch mehr solche Modelle erzeugen kannst, dass da drunter, oder ich weiß nicht, von wo ich das hier, das war nicht drunter, ne? Das ist einfach so entstanden. Und dann noch mal. Genau, nochmal. Okay, gut. Also ich würde hier nochmal so, oder vielleicht was Helles, was Hellblau. Ne? So ein Türkis würde ich aufhellen, weil dieses Türkis wird noch dunkler werden. Ne? Hellblau? Ja, oder so ein Türkis, aber noch mit Weiß vermischt. So. Das kannst du natürlich auch wegmachen. So. Kleine Aufmerksamkeit bitte. Nächster Schritt ist, es ist eine Möglichkeit, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht bei Gerhard Richter oder bei irgendjemandem, das habe ich selbst entwickelt, das ist jetzt meine Vorschläge. Ne? Ich nehme das Säuleneffekt. Okay. Ich setze das einfach hier und ziehe das ganz gerade einfach runter. Ja?
Das lassen wir erstmal. Das ist schon sehr interessant, was hier entstanden ist. Wir lassen das erstmal so. Wir lassen es trocknen. In der Pause soll es dann trocknen. Und dann werden wir das nochmal bearbeiten. Von hier nach da, von hier nach da. Das ist so ein eigenes, abgeschlossenes Element. Und jetzt, Matthias, kannst du dich entscheiden, ob du noch eine Säule möchtest, ob du jetzt noch so eine oder vielleicht noch so kleinere mit Gelb. Ich würde es kleiner machen. Ne? Einfach so ziehen. Und dann bearbeiten wir hier das nochmal, das nochmal, das nochmal. Und so geht es immer weiter. Okay? Du kannst auch drei machen. Ne? Du kannst auch drei oder vier machen, wie du willst. Mhm. Okay? Und dann, danach geht es darum, dass wir dieses Element nochmal separat gestalten. Ne? Du hast es bewusst schief gemacht? Oder ist es gezittert. Ah, nein, das ist ja so, ne? Ja, das ist schief. Kann man das andere ist auch ein bisschen schief, aber das war keine Absicht. Lassen wir das so? So schief? Ja, ja klar. Okay. Und damit, guck mal, das hat jetzt, das, du hast... Also mir fällt auf, dass du mehr lasierst als spachtelst. Du lasierst, du ziehst das ab und es bleibt alles lasiert. Mhm. Und deswegen wirkt es etwas schwächer. Das Bild, ne? Du musst schon ein bisschen mehr Farbe dran lassen. Okay. Ne? Guck mal, wir gestalten jetzt von da nach da mit Kirschjoghurtfarbe. Mit Kirschjoghurt, ja, das war der Plan. So. Mhm. Jetzt kannst du es fast greifen. Ne? Jetzt hat es Rundlichkeit bekommen. Ist plastisch geworden. Also das hier so schrecklich ist sehr gut. Ja. Du kannst das... Nee, warte, warte. Wenn du das hier... Wenn das hier so weitergeht, das wäre eine Idee. Du hast hier jetzt angefangen und so geht es genau hier weiter. Nicht drauf. Nein, nein, nicht drauf. Das muss ja darunter sein, nicht oben drauf. Damit man die Räumlichkeit nicht zerstört. Wo steckst du gerade und was ist dein Empfinden für das Bild? Wie findest du das Bild? Was möchtest du gerne verändern? Wie sieht es mit Farben aus? Sind das deine Farben oder hast du noch Wünsche? So. Dadurch, dass es jetzt dunkel wird, ne, wird das nochmal heller. Heller. Mhm. Ne? Das ist gleich, das ist gleich, alles ist gleich hier. Das heißt, es ist zum Beispiel hier bei Anna, das ist anders und das ist anders. Mhm. Ne? Das ist ja, was, das, dadurch, erzeugt, dadurch wird das Spannung erzeugt, aber du hast das hier nicht. Du könntest hier auch so eine Art Stempel machen. Es sei denn, du magst das so. Wenn du das magst, das ist nur meine Idee, ein Ratschlag. Wenn du das so magst, kannst du das so lassen. Ja, ich finde das sehr gut. Du konntest das auch, ich habe ganz fein berührt, gezogen und dann wieder raus. Ne? So, also das ist jetzt wirklich glücklich.